Autobahnschrubben ist angesagt. Ich wechsle den Standort, fahre in den Süden nach Postojna. Nach etwa einer Stunde habe ich die slowenische Hauptstadt Ljubljana erreicht. Ljubljana ist wirtschaftliches und kulturelles Zentrum des Landes. Dennoch ist die Stadt überschaubar mit ihren rund 290.000 Einwohnern. Es ist eine der kleinsten Hauptstädte Europas, was nicht schlecht ist. Und, so mein Eindruck, sie ist sehr lebhaft und grün. Ich halte mich im Zentrum und der Altstadt auf, wandele die berühmte Drachenbrücke entlang. Im Zentrum herrscht südländisches Flair. Unzählige Restaurants und Cafés haben ihre Sitzplätze im Freien, entlang des Flusses Ljubljanica. Später schlendere ich über den zentralen Platz der Stadt, den Preserinovdreg. Hier steht die dominante Franziskanerkirche und besonders beeindruckend ist die dreiteilige Tomostovje Brücke. Fotomotive zuhauf. Nach 2 Stunden mache ich mich wieder auf den Weg zum Motorrad und hoch zur Burg. Es ist heute in der Motorradkluft einfach zu heiß, um länger durch die Stadt zu bummeln. Das Schloss ist schnell erreicht. Es liegt direkt an der Altstadt auf einem Hügel. Das Laibacher Schloss, so der deutsche Name, ist Wahrzeichen Ljubljanas und thront geradezu über der Innenstadt. Entsprechend wunderbar ist der Blick auf die Hauptstadt Sloweniens. Irgendwann gebe ich aber mit der Besichtigung auf, es ist einfach zu warm. Lieber genieße ich noch einen Kaffee und mache mich dann auf den Weg zu meinem nächsten Domizil, wieder für 4 Tage,
einem Campingplatz nahe Postonia. Die Fahrt dauert nur gut 30 Minuten, dann bin ich am Ziel. Ein paar Kilometer hinter der Stadt auf dem Campingplatz habe ich eine Hütte reserviert. Heute kamen nur rund 100 Kilometer mit dem Motorrad zusammen.